heute geht's zu den Pfahlbauten nach Unteroldingen. Längere Schlange zum Anstehen. Die sind übrigens nachgebaut. Die sind natürlich nicht 10.000 Jahre hier erhalten. Man hat lediglich unten im Wasser noch Reste gefunden und demnach die ganze Anlage rekonstruiert. Der Eintritt hat gut geklappt. Alles ging sehr geregelt. Und was immer gut ist, dass ich mit dem Handy, mit Google Pay, problemlos zahlen kann. Interessant ist, dass die Bauten, die hauptsächlich, glaube ich, auch aus Eiche errichtet wurden, sich ja im Wasser viele tausend Jahre gehalten haben. Somit konnte man sehr leicht und sehr gut die ganze Anlage, die ganzen Pfahlbauten rekonstruieren. Das bedeutet vor über 9000 Jahren. Hier geht's zum Rundgang. Dummerweise ist heute Sonntag und alles ist ziemlich voll. Hier dreht sich alles um die Ernährung in der Zeit der Pfahlbauten. Scheinbar wurde hier schon Ackerbau betrieben. Natürlich wusste man damals schon, wie man Feuer macht. Und hier sieht man auch, wozu das benutzt wurde. Hier wird gerade eine steinzeitliche Sense erklärt. Tatsächlich hat man hier auch schon die Kunst des Haltbarmachens beherrscht. So, jetzt kommen wir in den Genuss, die Pfahlbauten von nahe betrachten zu dürfen. Vor 3.500 Jahren hat man scheinbar den Pflug erfunden und dieser hat den Ackerbau revolutioniert. Treffen kann man auch schon. Ich bin total beeindruckt. Das sieht aus wie eine Festung. Ich glaube, vor vielen tausend Jahren haben die Menschen sich hier ziemlich wohl und auch sicher gefühlt.
Mundschutz brauche ich hier draußen eigentlich nicht. Kann man mich bestimmt noch besser verstehen. Hier im Hintergrund sieht man Wagen, womit die Ernte eingefahren wurde, oder man konnte sonstige Dinge damit transportieren. So, vor ca. 3.000 bis 3.500 Jahren gab es sehr große Siedlungen mit bis zu 700 Einwohnern und starken Palisaden entstanden hier am Bodensee. Damals beherrschte man auch die Technik des Reetdachverlegens. Sieht also alles ganz schön fortschrittlich aus. Scheinbar gab es damals auch Haustiere. Hier wird eine Bestattung gezeigt. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, damit ich meine Familie wieder finde. Dies ist ein großer Blasebalg, den man benötigt hat, um beim Bronzeguss die entsprechende Temperatur zu erreichen. So, die Zeitreise ist gleich zu Ende. Wir haben ja begonnen im Jahr 9000 vor Christi. Und endeten in der späten Bronzezeit. Somit ist der Rundgang für uns gleich zu Ende. So, ich persönlich bin recht beeindruckt von den Talbauten. Ich war vor vielen Jahren schon mal mit der Schulklasse hier. Ich war schon häufig am Bodensee, aber das zweite Mal erst hier bei den Talbauten. Ich finde es wirklich gut. Eine Zeitreise, die wir hier gemacht haben, und ich kann nur jedem empfehlen, der am Bodensee ist, geht zu den Pfahlbauten nach Unterurdingen. Bis dann, macht's gut. Das sind Tauchmasken, die hatte man auf 1854. Damit konnte man die Überreste der Pfahlbauten wohl erforschen.